Hallo ihr Lieben, heute stelle ich euch meine letzte Lidschattenpalette von Zoeva vor. Dann kennt ihr wirklich alle Zoeva Produkte, die ich besitze. Und zwar möchte ich euch die Lidschattenpalette mit 96 Farben vorstellen. Wie auch alle anderen wird es in einer schwarzen Hülle mitgeliefert. Was ich noch sagen wollte, es gibt Unterschiede. Und zwar als Beispiel jetzt, wenn man die, ich weiß gar nicht, was habe ich jetzt hier? Genau, die Nude Color Palette habe, das ist ja diese hier. Da kann ich euch auch nochmal meinen Artikel, den ich auf meinem Blog hatte, verlinken. Das ist eine matte Hülle, finde ich persönlich schöner als eine glänzende. Bei der glänzenden ist es so, ich packe diese Hüllen einfach oder meine ganzen Paletten immer so in meine Schminkschublade. Und die zerkratzt einfach so leicht und man sieht es ja und es sieht einfach extrem benutzt aus, obwohl vielleicht die Palette an sich gar nicht so oft benutzt wird, wie zum Beispiel diese. Vorab, ich frage mich einfach, warum ich ja diese Palette überhaupt gekauft habe. Also so richtig oft habe ich sie jetzt nicht benutzt, um ehrlich zu sein. Also sie kostet auch 16,95 € plus 3,50 € Versandkosten bei Zoeva. Ich habe mir damals diese Palette gekauft, weil sie einfach genauso wie die Warm Shimmer Palette sehr viele Farben enthält, aber vor allen Dingen auch matte Farben. Und ich dachte, ich benutze öfter ja sehr viele matte Farben, aber dabei hat sich herausgestellt, dass ich eher ja die Nude Sensation oder Nude Sensation, die Nude Palette von Zoeva benutze, das sind ja eher so braune, matte Farben, die benutze ich sehr gerne und diese ganzen wunderbaren matten Farben benutze ich kaum, obwohl diese Palette wirklich viele schöne Farben hat und genauso wie die Warm Shimmer Palette sehr pigmentiert ist. Also hier sind auch sehr viele Brauntöne, auch richtig schöne Brauntöne bis hin zu ja, hautfarbenen Tönen in verschiedenen Abstufungen, lila Fliedertöne, auch türkis und blaue Töne, grüne Töne in allen verschiedenen Abstufungen, gelbe Töne und so pinke Töne. Ich kann euch auch mal ein paar Swatches machen. Und zwar zum Beispiel habe ich jetzt hier einen braunen matten Ton. Ganz, ganz toll. Einen blauen. Gelb probiere ich auch mal aus. Gelben. Dann einen lilanen Ton. Also es ist nicht so, dass ich sie noch nie benutzt habe oder so. Die Farben lassen sich gut einarbeiten, gut verblenden, wie eigentlich der Rest der Zoeva Paletten. Aber irgendwie, komischerweise, brauche ich sie fast nie, was eigentlich echt schade ist. Vielleicht komme ich nochmal dahinter, einfach nochmal farbenprächtigere Augen-Make-ups zu tragen. In der Firma benutze ich meistens dann doch sehr angepasst an meinem Pullover. Also ich achte schon sehr darauf, dass die Farben, die im Pullover wieder gespiegelt werden, auch die Farben in meinem Augen-Make-up sind. Und sonst, wenn ich das nicht mache, benutze ich Brauntöne. Also ich bin eher so der erdige Mensch. Deswegen frage ich mich auch, warum ich das mittlerweile gekauft habe. Aber nichtsdestotrotz kann diese Palette ja nichts dafür, dass ich die matten Farben nicht trage. Und wenn ihr wirklich viel matte, leuchtende Farben tragen wollt oder schon tragt, dann würde ich euch wirklich diese Palette empfehlen, weil ich die schon mal oder viele davon schon mal geswatcht habe, die ich auch noch nicht benutzt habe und ich fand sie wirklich gut. Also, wie gesagt, bei Zoeva Paletten macht man eigentlich nie was falsch. Wenn sie einem nicht gefallen, dann sind vielleicht 16 € weggeschmissen. Aber ich kenne auch niemanden, denen sie nicht gefallen. Also ich habe schon einigen Freunden von mir, einigen Arbeitskollegen von mir, diese Zoeva Paletten wirklich empfohlen. Und die haben sie dann gekauft und sind alle maßlos begeistert. Also ich kenne niemanden, der
ja, den Zoeva-Paletten nicht gefällt. Klar, meine eine Arbeitskollegin, die mag die Metallic Stone-Palette nicht, die meine absolute Lieblingspalette ist, aber nur, weil sie keine erdigen Töne trägt. Klar, in der Metallic Stone-Palette sind natürlich viel erdige Töne, aber da können die Lidschattenfarben an sich ja nichts dafür, sondern wirklich nur der eigene Geschmack, und daran scheitert es oft. Aber wenn ihr euch sicher seid, diese Farben benutzt ihr häufig, dann macht ihr einfach mit diesem Produkt nichts falsch, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach super. Von daher, guckt einfach mal bei Zoeva vorbei. Zoeva hat so viele tolle Sachen, von Pinsel bis zu Lidschatten bis zu Rouge. Ihr habt jetzt eine Menge von mir gesehen, was ich denn alles habe. Und vielleicht hilft euch das ja auch mal ein bisschen als Anregung. Oder vielleicht kanntet ihr Zoeva ja auch noch gar nicht. Und seid jetzt interessiert, das kennenzulernen. Wer weiß, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Das war es jetzt erstmal mit meinen Zoeva-Produkten. Ich bin natürlich noch interessiert an einer weiteren Palette, die Nude Shimmer Palette. Ich glaube, die wird dieses Jahr auch nochmal bei mir einen Zug nehmen. Aber ja, mal gucken wann. Im Moment bin ich jetzt nochmal auf den Elf-Trip gekommen. Elf auch durch YouTube kennengelernt, aber davon findet ihr oder bekommt ihr noch separat Videos. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen ganz schönen Tag und hoffe, dieses Video hat euch geholfen und gefallen. Also bis dann, tschüss!